Hallo, liebe Kinder. Heute geht es um einen neuen Begriff. Der Begriff heißt das arithmetische Mittel. Ein anderer Begriff für arithmetisches Mittel wäre Mittelwert oder aber, bei euch wahrscheinlich wesentlich bekannter, der Durchschnittswert. Ja, das ist ein Begriff aus der Statistik. Da werden dann Daten gesammelt. Und diese Daten ähm, werden dann miteinander verglichen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Äh, ihr kennt das mit dem Durchschnitt sicherlich aus manchen Zusammenhängen. Also zum Beispiel, jemand ist durchschnittlich groß, man kann auch unterdurchschnittlich groß sein, dann ist man eher klein oder überdurchschnittlich groß, dann wäre man eher groß im Vergleich zu anderen. Ähm, naja, und das dient dann dazu, so eine Einordnung zu finden. Also, bin ich eher durchschnittlich, bin ich vielleicht überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich in bestimmten Dingen? Ja, ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Also, wenn ein Verwandter aus dem Zoo wiederkommt und sagt, ich habe einen Elefanten gesehen, der war drei Meter groß gigantisch, drei Meter. Ne? Ich bin dagegen so klein. Ähm, wenn man dann aber weiß, dass der Durchschnitt die Durchschnittsgröße eines Elefanten bei drei Meter zehn liegt, dann muss man ja letztendlich sagen, war das ein eher kleiner Elefant äh, mit drei Meter Größe. So, heute soll es darum gehen, wie berechnet man sowas eigentlich? Also wie kommt man eigentlich darauf, dass die Durchschnittsgröße eines Elefanten ähm, 3,10 Meter ist. Äh, ja, das wollen wir heute mal angehen und zwar äh, habe ich dafür ein, ein bestimmtes Beispiel überlegt, was vielleicht etwas lebensnaher ist als, äh, als jetzt ein Elefant, weil die wenigsten von euch haben einen Elefant zu Hause äh, und können oder mehrere Elefanten und können dann noch eine Durchschnittsgröße da irgendwie äh, Ermitteln. Deswegen hier, ihr seht es hier, ist jetzt nicht super äh, geraten, ne? ich bin nicht so der Künstler. Äh, was will ich damit sagen? Also, das ist, soll eine Zielscheibe sein. Einige von euch sind vielleicht im Schützenverein ähm, oder kennen jemanden, der im Schützenverein ist, ne? und dann habt ihr vielleicht schon mal Luftgewehr geschossen oder ihr habt vielleicht schon mal dabei zugeguckt. Auf jeden Fall geht es ja darum, dass man beim Luftgewehrschießen äh, möglichst in die Mitte der Zielscheibe trifft. So. Und jetzt gehen wir mal davon aus, hier in der Mitte, wer da genau reintrifft, der hat eine 10 geschossen. Und je weiter man nach außen äh, trifft, desto geringer wird die Zahl, die man geschossen hat. So, wenn ich jetzt sagen wir mal 10 mal schieße und ich habe einmal in die Mitte getroffen, einmal die 10, dann kann, muss ich ja sagen, äh, also besser geht es ja nicht. Ne? Also mehr als die 10 kann man ja nicht treffen. Ne? bin ich deswegen Deutschlands bester Schütze nur weil ich einmal in die Mitte getroffen habe nein wahrscheinlich nicht also es könnte ja sein, dass die restlichen Schüsse äh, alle irgendwie sonst wo weit von der Mitte weggegangen sind. Nicht den einzigen Schuss, äh, der, der wirklich überhaupt irgendwie ein bisschen getroffen hat, den habe ich in die Mitte gesetzt. Das heißt aber nicht, dass ich ein toller Schütze bin, nur weil ich einmal da reingetroffen habe. Äh, ja. Letzten Endes ist entscheidend, was schieße ich im Durchschnitt, um wirklich entscheiden zu können, bin ich gut oder nicht. Also. Ähm, wir machen mal ein Beispiel. Also wir schießen und haben tatsächlich den ersten Schuss gleich eine 10 getroffen. Ne? Das Glück ist mit den Dummen, also unser erster Schuss, paff, mitten rein. Ne? Jetzt ist der zweite Schuss, ne? wir waren ganz aufgeregt, Donnerwetter, oh, was kann ich gut schießen? Der ist ziemlich verwackelt, ist nach, ziemlich nach außen gegangen. Da habe ich bloß eine 2 geschossen. Naja, jetzt relativiert sich das Ganze schon. Ne? Jetzt nehmen wir mal einfach äh, 10 Schüsse. Ich habe dann eine 5 geschossen, eine 6 geschossen. Dann ist mir mal wieder was gelungen. Ich habe eine 9 geschossen und eine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schüsse haben wir jetzt schon gemacht. Jetzt haben wir noch eine 7 geschossen, eine 5 geschossen und eine 3 geschossen. Jetzt müssen wir 10 haben. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, einer fehlt noch. Äh, haben wir eine 1 geschossen. Den letzten haben wir total versiebt. Jetzt ist die Frage, also ich habe 10 Schuss gemacht. Ich habe ein paar gute Schüsse dabei. Die sind sicherlich überdurchschnittlich und ich habe aber auch ganz schlechte Schüsse dabei, also zum Beispiel hier die 2 oder die 1, die sind ganz sicher unterdurchschnittlich. So, jetzt ist die Frage aber, was ist der Durchschnitt? Wie macht man das? Dazu gibt es zwei Schritte. Unser erster Schritt ist, alle Werte addieren. Also ich rechne alle Werte zusammen. Ne? Wie viele, ähm, also man sagt dazu Ringe, ne? ähm, also mit dem ersten Schuss habe ich zehn Ringe geschossen, mit dem zweiten habe ich zwei Ringe geschossen, mit dem, fünf, mit dem dritten habe ich fünf Ringe geschossen. Wie viele Ringe habe ich insgesamt geschossen? Dazu zähle ich alles zusammen. Zehn plus zwei sind zwölf, plus fünf sind siebzehn, plus sechs sind 23. Plus 9 sind 32, plus 10 sind 42, plus 7 sind 49, plus 5 sind 54, plus 3 sind 57, plus 1 sind 58. Also, in unserem Fall ist das, wir haben 58 Ringe geschossen. So, jetzt kommt aber noch der zweite Schnitt, denn das ist ja nicht unser Durchschnitt. Wir haben ja nicht im Schnitt eine 58 geschossen, sondern wir haben ja mit 10 Schuss insgesamt eine 58 geschossen. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt muss ich durch die Anzahl aller Werte teilen. Das heißt, ich habe insgesamt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal geschossen. Das heißt, ich muss durch 10 teilen. Hätte ich nur 9 mal geschossen, dann stünden hier nur 9 Werte. Dann müsste ich durch 9 teilen. So, durch die Anzahl der Werte teilen. In diesem Fall also geteilt durch, äh, na, das, das sieht jetzt doof aus, ich, ich schreibe das mal in Klammern hier drunter, geteilt durch 10. Ja, also. Das kennt ihr alle aus der, äh, aus der Dezimalrechnung, hoffe ich. Äh, wenn wir eine Zahl durch 10 teilen, dann könnten wir eine 0 wegstreichen. Hier haben wir aber keine 0. Das heißt, wir können auch ein Komma, was ja hier hinter der 8 wäre, 58,0, einfach um eine Stelle nach vorne schieben. Das heißt, das kann man gut im Kopf rechnen. 58 durch 10, ähm, ich schreibe das mal hier hin, 58 geteilt durch 10 ist gleich. 5,8. Also, unser Durchschnittsergebnis beim Schießen war 5,8. Das heißt. Naja, eine 5,8 kann man nicht schießen, man kann nur eine 5 oder eine 6 schießen. Äh, unser Wert liegt sozusagen zwischen 5 und 6, äh, näher an der 6 dran. Also wenn man so will, hat man fast eine 6 im Schnitt geschossen. So mit einer 6 im Schnitt beim Schießen ist man nicht besonders gut. Äh, auch wenn der erste Schuss hier äh, ja, super war, äh, haben wir im Schnitt nicht mal eine 6 geschafft. Und so kann ich mich super vergleichen mit anderen. Ihr merkt also nochmal, der Durchschnittswert, das sogenannte arithmetische Mittel, wird übrigens abgekürzt mit diesem Zeichen. Das heißt, wir können jetzt hier hinschreiben, unser Durchschnittswert beim Schießen, also zumindest bei unserem jetzigen Schießen, liegt bei 5,8. So, wenn ich jetzt sozusagen in den, beim nächsten Mal schießen irgendwie äh, meinen Durchschnittswert errechne und dann feststelle 5,9, dann weiß ich, oh, ich bin besser geworden. Ne? Natürlich, man muss nicht immer besser werden, man kann auch mal schlechter sein, ähm, aber ich kann mit meinem Durchschnittswert ziemlich gut feststellen, ähm, ob ich mich verbessere oder verschlechtere. Zum Beispiel im Sport ist das interessant, ne? also beim Laufen: Wie schnell bin ich? Ne? Was für eine Durchschnittsgeschwindigkeit schaffe ich beim Laufen? Oder beim Weitsprung: Was für eine Durchschnittswerte äh, Weite schaffe ich beim Weitsprung? Und und und. Also äh, da lässt sich vieles vergleichen. Also wie gesagt, der Durchschnittswert ist ein Wert aus der Statistik und die Statistik dient dazu, Daten zu sammeln. Ne? Wir haben hier die Ergebnisse unseres Schießen gesammelt, ähm, um einen Vergleich zu ermöglichen. Also ich könnte mich zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin vergleichen, die auch schießt und sagen, Mensch, wie ist denn bei dir der Durchschnittswert? Ist er höher oder niedriger? Ähm, und äh, dann kann ich mich sozusagen einordnen. Ne? Wenn ich also feststelle, mein. Ähm, mein Freund oder meine Freundin, die hat im Schnitt eine 7,1 geschossen, dann weiß ich, oh, die ist aber einiges besser als ich. Ne? Dann muss ich mich noch mehr anstrengen. Jetzt möchte ich aber eben, ich hoffe, dass das soweit verstanden ist, also das sind unsere zwei Schritte. Wir müssen alle Werte addieren. Und der zweite Schritt ist dann durch die Gesamtanzahl der Werte teilen. So, jetzt, jetzt tun wir mal so, wir hätten eine Klassenarbeit geschrieben. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, das gehört jetzt also nicht mehr dazu. Äh, wir haben jetzt ein weiteres Beispiel. Auch hier gäbe es die Möglichkeit, einen Durchschnittswert zu ermitteln. Das hat man früher nach jeder Klassenarbeit gemacht. Also nach jeder Klassenarbeit wusste, wussten wir Kinder, ähm, wie ist also die Durchschnittsnote in der Klassenarbeit gewesen. Und dann konnte man selbst ähm, ja zu Hause bei den Eltern sagen: Mensch, ja, ist zwar nur eine 3, aber äh, der Durchschnitt war noch schlechter, also ich bin besser als der Durchschnitt, dann waren die Eltern schon wieder glücklich. Ja, also, wie macht man das? Ähm, wir stellen also zum Beispiel nach einer Arbeit fest: Es wurden 3 Einsen geschrieben und es wurden 2 zwei Zweien geschrieben und es wurden 5 Dreien geschrieben und meinetwegen eine 4, eine 5 und eine 6 dabei. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Es ist eine ziemlich kleine Klasse, das macht es uns aber einfach. Also, wir haben insgesamt ja 5, 10, 13 Kinder. Also, wir wissen schon bei dem zweiten Schritt durch die Anzahl der Werte teilen. Wir müssen nachher durch. 13 Teilen. Warum? Es sind insgesamt 13 Arbeiten. So, ich schreibe die jetzt mal alle der Reihe nach auf. Also wir haben insgesamt die Note 1, dreimal, mal, also 1 plus 1 plus 1. Man hätte auch sagen können, 3 mal 1, äh, um das abzukürzen. So, jetzt haben wir 2 mal die Note 2, also plus 2 plus 2. Wir hätten auch 2 mal 2 rechnen können. Dreimal ne? äh, haben wir, äh, 5 mal haben wir die Note 3 plus 4. Plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 oder 5 mal 3. Dann haben wir einmal eine 4, einmal eine 5 und einmal eine 6. So, also, jetzt rechnen wir es zusammen. 3 mal 1 sind 3, plus 2 mal 2 sind 4, plus 5 mal 3. Diese hier sind 15. Plus 4, plus 5, plus 6. So, 3 plus 4 sind 7, plus 15 sind 22, plus 4 sind 26, äh, plus 5 sind 31, plus 6 sind 37. So, 37 insgesamt. Äh, das heißt, wir haben jetzt alle Werte addiert, alle Arbeitsergebnisse, ne, also das hätten wir hier auch. So ausrechnen können, diesen Schritt hätten wir gar nicht machen müssen. Wenn wir dieses 1 plus 1 plus 1, dann wären wir auch auf 37 gekommen. Wir haben jetzt alle Werte addiert und sind insgesamt auf 37 gekommen. Jetzt ist die Frage, wie ist von dieser Arbeit die Durchschnittsnote? So, dazu teilen wir 37, also das Ergebnis aller Werte. Durch die Anzahl der Werte. Ne? Wir haben ja eben schon gesagt, insgesamt sind das 13 Arbeiten, die hier geschrieben wurden. Das heißt, wir müssen 37 durch 13 teilen. Das machen wir eben, das ist schriftlich äh, am besten zu lösen. Denn Taschenrechner sollt ihr nicht benutzen. Das ist nochmal eine gute Übung zur schriftlichen Division. So, das versuchen wir jetzt mal weitestgehend im Kopf. 13 ist ja nicht allzu schwer. Ja, wie oft passt die 13 in die 37 rein? 2 ähm, mal geht, das sind 26. Dreimal ist schon zu viel, das wären schon 39, also zweimal. So, 2 mal 13 sind 26 und der Rest sind 11. So, jetzt müssen wir eine 0 runterziehen. Ne? Hier hinter wäre eine 0, 37,0. Äh, da müssen wir aber auch ein Komma im Ergebnis setzen und überlegen uns jetzt, wie oft passt die 13 denn in die 110? Das ist ziemlich viel. Probieren wir mal 8. 8 mal 10 sind 80 und 24 wären 104. Passt sofort. 8 mal 3, 24. Und das sind 104. Der Rest wäre 6. So, wir ziehen wieder eine 0 runter ähm, und prüfen, wie oft passt die 13 hier rein. Die 15 passt in die 60 viermal rein. Ähm, probieren wir mal mal. Ne, das ist schon zu viel. Nehmen wir viermal. 4 mal 3 sind 12. 4 mal 1 sind 1,52, Rest wäre 8. Okay, ähm, aber das reicht uns schon. Wir können jetzt runden. Ähm, das heißt, gerundet, bei einer 4 muss man ja abrunden, sind das, na, wir machen ruhig dieses Rundungszeichen, ungefähr 2,8. So, äh, das heißt, die Durchschnittsnote dieser Arbeit, also eine Arbeit mit diesem Ergebnis, die Durchschnittsnote, Wäre 2,8. Ähm, wenn ich jetzt also mit einer 2 nach Hause komme und meine Eltern, naja, enttäuscht werden die mit einer 2 nicht sein, sage ich mal andersrum. Wenn ich mit einer 3 nach Hause komme und die Eltern freuen sich, jawohl, ne, toll, mein Kind, ne, hast eine 3 geschrieben, super. Wenn Sie dann aber sehen, oh, die Durchschnittsnote bei dieser Arbeit ist eine 2,8, dann relativiert man das Ganze schon wieder, weil man dann feststellt, oh, die Arbeit ist aber gut ausgefallen, im Schnitt eine Note, die besser als 3 ist, dann würde man sagen, bei einer 3, ja, so richtig toll war das ja nicht. Also, du hast ja nicht mal den Durchschnitt erreicht. Ja, also nochmal dieser Durchschnittswert der ermöglicht mir einen Vergleich anzustreben, also dass ich sagen kann, wie ist denn meine Arbeit im Vergleich zum Durchschnitt gelaufen? Wie ist denn mein Schießergebnis im Vergleich zum Durchschnitt gelaufen? Ähm, äh, nein, das ist das ist falsch. Also wie ist mein durchschnittliches Ergebnis im Vergleich zu anderen durchschnittlichen Ergebnissen? So so muss man sehen. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ihr verstanden habt, wie das geht. Nochmal, wenn ich dort eine Reihe von Daten habe, dann gilt es, im ersten Schritt erstmal alle Werte zu addieren und im zweiten Schritt zu überlegen, wie viele Daten sind das denn und dann muss ich durch die Anzahl dieser Daten teilen. Ne? Im ersten Fall hatten wir 10 Daten, dann muss ich halt die Gesamtzahl der Werte durch 10 teilen. Im zweiten Fall hatten wir insgesamt 13 Arbeiten, dann muss ich die, das Gesamtergebnis der Arbeit durch 13 teilen. Okay, das soll es für heute gewesen sein.